Ein schlecht laufender Imbiss und über 200.000 Euro Schulden. Betreiber Andreas Bolko ist verzweifelt. Die Situation aussichtslos. Aber kein Fall ist zu hart für Unternehmensberater Markus Fiedelberg, denn er ist der Business Booster. Also Andi, mein Lieber, ne? Pass mal auf, das Problem ist, deine Karte ist viel zu groß. Dein Laden sieht aus wie Sau. Da drüben sitzt eine beliebte Brotzeitfrau. Und von dem Fastfood-Tempel da hinten muss ich gar nicht anfangen zu reden, oder? Das mit der Burgerkette. Das muss ich beim Kauf wohl übersehen haben. Oh, Andi, Mann. Doch damit nicht genug. Über 200.000 Euro Schulden hat Andreas im letzten Jahr angehäuft. Die Gläubiger drohen mit Pfändung. Doch Fiedelberg wäre nicht Fiedelberg, wenn er da keinen Ausweg wüsste. Pass auf, Andi. Wir kleben dein Schild einfach hier beim Nachbarn hin. Dann wird als erstes da gefändet. Ne? Oh, deine Frau hat eine Lebensversicherung. Hast du schon mal über einen Unfall nachgedacht, Andi? Schimmelbär, hallo. Nachdem das Schuldenproblem gelöst wurde, geht es nun darum, den Laden wieder in die Gewinnzone zu bringen. Stell illegale Immigranten ein. Das ist viel, viel billiger. Das ist Oleg. Fix Kinder mit süßem Alkohol an. Die kommen dann meistens wieder und bringen ihre Eltern mit. Hey, was ist mit dir? Also, die Brotzeitfrau ist weg. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen professionelle Hilfe für den Burgerladen da hinten. Also, pass auf, das Basispaket, das wären ein paar Ratten. Dann gäbe es vergiftete Burger und als Premiumlösung unhygienische Mitarbeiter und ein Team von RTL, das das Ganze aufdeckt. Das wäre meine Empfehlung. Das hat schon bei anderen funktioniert. Das ist aber schon ziemlich teuer und ich meine, Schutzgeld ist ja... Mein Freund, man muss ein bisschen was investieren, wenn man gewinnen will. Hm? 3 Wochen später. Der Burgerladen hat dicht gemacht, Andis Bratort leider auch. Denn durch die Sendung ist die Polizei aufmerksam geworden und hat Andi und Markus Fiedelberg verhaftet. Das Filmmaterial wurde beschlagnahmt. Und sehen Sie nächste Woche Markus Fiedelberg, Coach hinter Gittern. Also mal ehrlich, Nikolai, du gibst mehr Zigaretten aus, als du einnimmst. Und mal Hand aufs Herz. Von dem Kleinen aus Block C könntest du noch viel, viel mehr erpressen. Okay.